Hey Kines, willkommen zurück zu Fallout. Es ist ultra, ultra spät und ich dachte mir, komm, noch eine gemütliche Runde Fallout. Aber wir sind jetzt ja hier in dieser Scheißkellerei hier. Naja, wir machen das jetzt trotzdem einfach mal, damit wir das hinter uns haben. Die Mission ist wirklich... Es ist eine unangenehme Mission. Ihr könnt euch jetzt voll zurücklehnen und die Show genießen. Und ich, quäl mich da durch. Das wird schon. Chill. Okay, also es wirkt noch ganz normal, oder? Sieht total lustig aus. Cotsworth ist... Und schon ist... Entschuldigen Sie. Ich glaube, hier ist es... Nicht sonderlich sicher, Cotsworth. Da hast du vollkommen recht. Wenn das ganze Haus vibriert und scheinbar was irgendwas rumstapft und so widerliche Geräusche schafft, dann macht das alles doch gar keinen großen Spaß mehr. Das ist doch direkt eklig, oder? Ich habe übrigens gerade eben, ihr werdet es nicht glauben, eine Runde Fortnite gespielt. Eine einzige Runde. Und hab natürlich total verkackt. Das war unglaublich. Man hebt da Sachen mit E auf und nicht mit F, nur dass ihr das wisst. Kronkorken. Oh shit, dude. Was ist, wenn ich jetzt einfach schieß? Gott, ich hab nochmal gespeichert. Ich Fischgesicht. Okay. Ja, das war Cancerous irgendwie. Also ich will das Spiel jetzt nicht direkt hassen, aber es war echt scheiße, die Runde. Ich bin an so einem Bauernhof runtergegangen, habe direkt was habe ich denn gehabt? Ich hatte Schrotflinte und dann war da noch so eine Kiste, die Geräusche gemacht hat. Die scheinbar Legendary Loot gedroppt hat. Und es gab dann direkt eine M4 oder sowas. Ich habe mich voll gefreut und habe mir die dann gegönnt. Tja, aber dann... Ja, und dann sehe ich einen in einem Haus. Ich habe den Vorteil, ne? Ich sehe ihn, ich weiß, wo er ist. Läuft bei uns. Ich renne hin, er rennt aus dem Haus raus. Ich schieße auf ihn. Papa, mit dieser M4 oder was es war. Er dreht sich um, gibt mir einen Shot für den Shot und dann noch einen. Ich bin tot. Oh Gott. Ich sterb und er hat noch 60 HP. Ich habe ihm Ultra gegeben. Es hat... Er hat so tap gemacht. Das ist aus, als hätte er ein Schild. Gibt es da Schild in dem Scheißspiel? Er hat einfach noch 60 AP dadurch. Habe ich direkt wieder ausgemacht. Das habe ich für den Stream heute vorbereitet. Das Video kommt jetzt ja heute, aber es ist halt noch die Nacht davor. Ach komm. Na, Schissel. Verdammt. The fuck? Am I retarded? Das wär's. Oh Gott, die Figur ist mit mir gelaufen, kurz, what the shizzle. Also da ich ja ein bisschen cool bin, speichere ich hier nochmal Hardcore ab. Hallo Leute! Und weh? Wow, kann ich mich hier runterfallen lassen? Ah ja. Ist vielleicht nicht schlecht für den Kampf, je nachdem, wogegen wir eben fighten. Scheiße. Wäre ich fast von alleine runtergesprungen. Habt ihr schon Angst? Wir machen die Lampe aus. Kotz, du bist echt saulaut, weißt du das? Ja, moin! Göni Fritz! Ja, kurzer Prozess, Alter. Kurzer Prozess! Kurze Bronchite. Oh! Scheiße! Fuck! Gott, hab ich mich erschreckt! Ich kam nicht weg. Ich kam einfach nicht weg. Okay. Bye-bye, Todeskralle. Bitch. Was willst du von mir, hä? Achso, ja, ich hab hier mein Loch. Schade, ich werde kommt jetzt hier die Treppe runter. Alter, ich würde sterben. Ich würde einfach sterben. Todeskrällchen! Gut, ich muss zugeben, der Fight ist jetzt nicht sonderlich schwierig, wenn ich hier campe. Deswegen Schrotflinte auf und Jet an den Mann. Hoffentlich überlebe ich das, wahrscheinlich nicht, ne? Wenn mich das Ding umhaut. Egal. Jet. Ja! Wie war das totes Grällchen? Oh, warte, zwei. Scheiße.
Okay, wartet kurz. Alles nachladen, alles nachladen. Bis jetzt kommt hier von unten noch so eine kleine Kindertodeskralle und beißt mich. Wir nehmen dich noch einmal, Jetter, da. Wir haben das im Griff. Haben wir es wirklich im Griff, Leute? Ich weiß es nicht mehr. Ah. Gott, kotzt sie da gerade hin? Hey, Todeskralle. Magst du Feuer? Na, wie gefällt dir das? Bitch, how do you like this? Fuck! Huh. Give me a flash, bitch. Ich wollte gerade sagen, sind das Riesenreißnägel, aber es ist, von hier sieht der eine ein bisschen so aus. Cotsworth, Mensch, alte Socke, wie war's? Erzähl doch mal was. Ja, ausgezeichnet. Kritische Treffer bei waffenlosen und Nahkampfangriffen verursachen dauernd 5% mehr Schaden. Ja, nice! Cotsworth, look at this figure. Komm, Cotsi, wir... Ui, das war doch nie im Leben die Todeskralle. Der hat doch gar nicht die Hände dafür. Der hat doch gar nicht die Hände dafür. Jetzt fragen sich alle, was ist hier passiert? Warum ist das hier so komisch? Tja, gesprungenes Todeskrallenei. Merkt ihr gerade einmal was? Ein weiteres gesprungenes Ei. Ein weiter... Und ein unversehrtes Deathcrawl. What the fuck? Hat hier keiner irgendwas dabei? Habt ihr nicht irgendwelche... Ich schwöre, könnt ihr irgendwelche Sprachdinger dabei, wo wir dann so ein bisschen mehr erfahren von der ganzen Scheiße hier? Sieht aus wie eine Figur. Das ist doch eine Figur. Das ist doch kein echter Mensch. Oh shit, das war ein Mensch. Gott, what the fuck? Das ist schon so ein bisschen deine Schuld, Kotzi. Weil ich war das eigentlich nicht. Hier ist bestimmt was drin, oder? Hä? Also eigentlich... Hä? Ich könnte sowas von hart reinschwören, dass es hier dann noch eine Erklärung für die ganze Scheiße gibt. Also falls nicht, kann ich sie euch, glaube ich, ja noch ungefähr geben. Ich glaube, ich hätte die zusammen. Ah! Cotsworth hat das Glas geklaut und wieder hingelegt, ne? Das ist ein Lurch. Wiedergabe. Sorry, Leute, für die Verwirrung. Ein Nest voller Todeskralleneier. Ein Dutzend. Vielleicht auch mehr. Kaputtgeschlagen. Oh. Ich dachte, das spielt weiter ab. Es geht bestimmt gleich weiter. Wir können es ja nochmal anhören im Notfall, aber ich glaube, es geht einfach da weiter, wo es aufgehört hat. Go, 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 Ladezeit. Übrigens, die Ladezeit, die ist... Die nötig ist, um ins Spiel rein, also um das Spiel zu öffnen, ist auch nur ganz kurz. Kein Wunder, dass sie uns nicht sagen wollten, was in der Kiste ist. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich den Bossen der Gunner und diesem aufgemotzten Schnapsschrank Wellingham gesagt, dass sie sich ihre Diamond City Kronkorken in den Arsch stecken können. Schätze, jetzt wissen wir, warum uns diese Todeskralle den ganzen Weg von Linwoods hierher verfolgt hat. Wir haben ihre verdammten Jungen geklaut. Oh Gott, wenn wir... Vielleicht können wir die Eier zurückgeben. Oh, hey Mama. Suchst du das hier? Merkt ihr was? Sie sollten die Todeseier holen. Ich mach das da hinten nicht mehr auf, wenn ihr wollt. Ich mach das kurz auf, aber ich glaube, das ist jetzt eher... Sollen wir das durchlesen? Wir lesen eigentlich alles durch. Ich weiß, komm. Machen Sie einen Spaziergang durch die Geschichte der Hexerei, wenn Sie sich trauen. Erleben Sie exakt nachgestellte Szenen der spannendsten Momente der Hexerei. Touren alle halbe Stunde, Schrecken ohne Aufpreis, erhältlich. Reliktsammlung. Sie können einen Kessel nicht von einem Zauberbuch unterscheiden. Lassen Sie sich von unserer Reliktsammlung verzaubern. Nachbildungen sind im Souvenirladen erhältlich. Mitgliederkammer. Mutig genug für einen weiteren Besuch. Mitglieder erhalten Rabatte auf den Eintrittspreis und vieles. Mehr, wahrscheinlich. Edel, edel. Sehr edel. Ja, diese Mission ist aber noch nicht ganz zu Ende, denn wir können nicht hier... Wir haben die Entscheidung, ob wir dieses Ei jetzt ausliefern oder zurück ins Nest bringen. Ich will jetzt hier bei diesem... Ich habe noch ein Gespräch, was mache ich? Ich will jetzt hier bei diesem Projekt, Let's Play-Projekt, jetzt nicht dann alles so testen, wisst ihr, dass ich sage, hey... hoppala. Scheiße, hallo? Markierung. Ich will die Markierung entfernen. Markierung entfernen. Ja, dass wir jetzt das eine machen, dann laden und das andere machen. Ich denke, ich will ja einen Strang haben. Deswegen werde ich jetzt das Ei abliefern. Und zwar nicht bei dem Auftraggeber, sondern ich gebe es den Todeskrallen zurück. Weil wir einfach ein scheiße freundlicher Mensch sind. Auch zu Todeskrallen sind wir sehr freundlich. Wir werden dann gleich sehen, was wir davon haben. Bring das Ei zurück ins Nest.
Oh, und man sieht, es wird schon nicht mehr angezeigt. Das heißt, wir müssen gleich dann doch ein paar Quests, darüber hatten wir es letztens, entfernen. Wenn man nämlich zu viele Quests anmacht, die Erfahrung hatte ich ja schon auf der Konsole, wird dann irgendwann nicht mehr alles angezeigt. Das ist dann ein bisschen nervig, gerade wenn du die Quest eben verfolgst, die du verfolgst und die nicht angezeigt wird. Gerade die, so wie diese hier. Das Nest ist nämlich eigentlich hier irgendwo. Da, wo wir schon mal waren, in diesem geschichtsträchtigen Ort hier. Oder Todeskralle. Sei mir nicht böse, ich habe dein Ei dabei. Hier. Wieder sicher. Bitte schön. Sie sind ein paar. So, ja, und ich würde sagen, da wir ein gemeines Dreckschwein sind. Ich weiß nicht, ob wir das echt machen können. Ich glaube, ich kann das nicht machen. Ich kann es in meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich muss gleich laden. Aber sowas jetzt dann doch abgeben, das Ei, das könnte man dann machen. Würde das jetzt noch gehen? Nee, es würde jetzt nicht mehr gehen. Dann lasse ich es. Ich will die arme Todeskralle nicht traurig machen, hallo? Das schöne Ei von ihr. Die sollen das ruhig ausbrennen, oder? Ja, sollen das ruhig ausbrennen. Komm, wie süß die ist. Hallo. Ah, komm mal, Zuckerküsschen auf die Bäckel da. Guck mal daher, bist du ein Mädchen eigentlich? Sag mal. Ein Mädchen, kleines, ja. Einfach so eine stinknormale Todeskralle. Wisst ihr warum? Weil wir diese Alpha-Todeskralle gefickt haben. Also nicht in. Ihr wisst schon, wir haben sie zerstört. So. Wir gehen nochmal zurück zu dem Museumsbums, denn da hinten waren noch ein paar Dinge, die wir erkunden können. Wir waren ja gerade so schon am Erkunden. Ich denke, es macht euch nichts aus. So kommen wir auch einfach schneller bei den Quests voran, wenn wir dann schon diverse Orte haben, um uns zu porten. Und vor allem ist da noch dieser Leuchtturm gewesen, auf den ich will. Den habe ich eben noch gesehen, als wir gerade angefangen haben aufzunehmen hier die Folge. Hat man ganz am Anfang so einen Leuchtturm gesehen. Und zwar da hinten. Was ist hier noch? Da ist auch noch sau viel. Ist hier eigentlich zwischendrin noch was? Nee, das würden wir jetzt sehen, ne? Wir sehen ja auch. Obwohl, nee, wir sehen es nicht. Ah ja, doch, jetzt sehen wir es. Das heißt, wir können bis hierhin sehen, hier ist da nichts mehr. Da drüben ist wahrscheinlich auch nichts. Komm, dann gehen wir nochmal da in die Richtung. Da ist scheinbar noch ein Krankenhaus oder so. Ja. Irgendwas Krankenhaus-ähnliches, aber natürlich untersuchen wir hier alles. Oder sollen wir das wie immer in einem extra Take, also in einem extra Durchgang machen, alles untersuchen? Steht eigentlich, nur ganz kurz, Randinfotest. Steht das bei Concord? Dass das da noch nicht dabei steht, das wundert mich. Haben wir untersucht. Das haben wir eigentlich auch untersucht gehabt. Das ist untersucht, abgeschlossen. Ich will, dass da überall abgeschlossen steht, dass wir dann nicht doppelt und dreifach in die Sachen reingehen, um Sachen zu looten. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, hat er mich erschreckt! Leck mich! Warte, ich kann ja noch irgendwie hacken, gell? Aber Leute, ihr lügt scheinbar. Gottes Willen hat der mich erschreckt. Unnormal. Ach Gott, du hast Spaß. Wie kann ich ihn jetzt hacken? So oder was? Ich hab grad kein Live gestellt. Warum sehe ich grad mein Live nicht aus? So. Mal gucken. Oh! Oh nein! Ich dachte ganz kurz, es wäre eine Todeskralle, aber es ist eine fast ähnlich bescheuert. Das hier. Eat it, bitch. Oh Gott, das bringt ja. Hör doch mal auf, lass mich doch mal ausholen, du Arschloch! So. Verdammt nochmal. Was eine Sackratte. Was für eine kleine, verstunkene Sackratte. Was habe ich noch zu naschen? Cotsworth, guck mir nicht so an, steh wieder auf. Das ist das Steak, das heißt, das haben wir schon gemacht. Ja, das haben wir schon gemacht. So. Jetzt teste ich mal gegen das Viech hier. Unseren. Guck mal, wie er abgeht. Hit it on, Snitch! Oh shit. Na gut, den muss man ja eher hier unten treffen. Das heißt, das ist schwierig mit dem Dolch oder Schwert. Ich glaube, es ist schwer. Boah! Einfach gegeben. Ich nehme das Fleisch wieder mit. Damit können wir einfach ultra viele Stimpacks sparen, glaube ich. Da stand, ich soll mir irgendeinen Schlüssel holen, habe ich es richtig gesehen? Was war da? Hol dir den Schlüssel von der Rezeption, okay. Oh! Hilft dem Außenposten Dingenskirchens, das müssen wir, da müssen wir hin. Wir wollen nicht unsere Leute da verkrepeln lassen, ne? Ja, so nicht. Das ist wieder so richtig schön. Ich hätte eigentlich Bock, jetzt die ganze Nacht hier durchgehend aufzunehmen. Das ist wirklich nach wie vor die pure Entspannung hier, die Fallout-Sache. Ist einfach kein... Wir spawnen in einem Super Mutant.
Bist du traurig, gell? Du armer kleiner Supermutant. Hallo. Was? Was? Oh, shit, dude. Wer bist du denn durch? Ich hab Pumpen dabei. Nehme ich wildes Blähfliegenfleisch, um es, ich wollte schon sagen, zu renovieren, nein, um es zu verbrennen. Manchmal habe ich ganz merkwürdige Worte im Kopf. Aha, ist das schon. Braten. Ja, genau, braten. Nicht verbrennen. Ich will es verbrennen. Apropos verbrennen, ich habe so Bock, ich habe so verschissen Bock auf Grillen. Ich habe mir überlegt, das werde ich wollen noch unterbreiten, diesen Vorschlag, dass wir, wenn wir wieder, wenn es wieder ein bisschen wärmer ist oder wir halt einfach Bock haben zu grillen, man kann da theoretisch immer grillen, dann müssen wir mal so einen Grillstream machen. Wir stellen einfach das Handy auf. Ich habe draußen easy peasy WLAN. Könnte aber auch über die mobilen Daten das machen, denke ich. Und dann könnten wollen nicht grillen und einfach das Handy aufstellen und dabei streamen. Ich weiß dann nicht, wie die Qualität dann ist. Mit diesem Mikrofon vom Handy. Wahrscheinlich ist nicht so geil wie hier natürlich. Hier ist ja total ambitiös. Aber trotzdem könnte das eine geile Sache werden. Was laber ich hier? Ich will doch einfach den Laptop rausstellen. Gott, bin ich behindert. Ich mach Handy, ich hol meine Kartoffelkamera. Nehme einfach das... Ja, wir nehmen den Laptop und da kann man nämlich auch das Mikrofon anschließen. This is gonna be sick, right? Nah, sick like a pig. Ich glaube, Wollen hat sogar so einen richtig krassen Gaming-Laptop. Da könnten wir sogar dann ein bisschen pimmeln, weißt du? Der, den ich habe, der ist eher nichts. Also ich habe mittlerweile zwei. So ein uraltes Ding. Und, ist da schon wieder jemand? Nee. Und, ja, einen etwas neueren, aber der ist natürlich für so Sachen auch nicht gedacht. Den habe ich mir mehr oder weniger fürs Studium besorgt. Beziehungsweise habe ich ein Geschenk bekommen von der Milm. Und ja, Sandy Cove Sanatorium. Schon wieder ein Sanatorium. Da hinten war doch erst ein Salem. Wir haben Salem entdeckt. Das hier ist Salem, okay. Da hinten ist aber noch was. Halt. Wer labert da? Vollspeicherung. Da hat jemand gelabert, habt ihr das gehört? Halt. Nein, eins hoch, danke. Dunwich, scheiße. Hat er das? Hat er das? Sind das Raider? Nein. Barney Rook. What the fuck? Hab ich im Griff, Barney Rock. Barney, oh Gott, der hat schon viele gekillt. Wow. Hätte Meilers. Genau wie ich eben so verzogen habe, also nicht hinterherkam, so habe ich letztens in Counter-Strike geaimt. Das war echt leicht peinlich. Wo ist der letzte? Ich hab doch keine Angst vor ein paar großen Fischen! Ja, hätte ich auch nicht. Da hinten ist er. So. Was sagst du jetzt dazu? Bist du verrückt? Verlass die Straße, bevor noch mehr Wind von dir bekommen! Also, ich öffne das Tor und du kommst schnell rein. Ich lass dich in den Bunker. Okay. Hoffentlich bereue ich das nicht. Oh, wisst ihr was? Oh mein Gott, Leute, wie cool ist das? Ich war hier mal, hab die Tür nicht aufbekommen. Da stand dann andauernd, es muss von woanders aufgemacht werden. Da bin ich da drüber gesprungen und bin rein. Da lag der oben tot. Der lag einfach oben tot rum. Ja, geil. Nice. Hallo, Barney? Hi. Wirklich steh, Barney? Bin der Barney? What the fuck? Barney, hast du nicht da oben noch was Leckeres liegen vielleicht? Was, Ja, Barney, genau das, genau davon spreche ich. Genau von diesen. Er hat einen Keller. Er hat einfach einen Keller bei sich. In seiner Hütte, aber total crazy. Bestimmt so ein Widerstandskämpfer-Dödel. Och, guck mal, ja moin, hallo. So, Barney. Deiner, hat dich jemand beim Wickeln fallen lassen? Oder musstest du dich anstrengen, um so dumm zu werden? Ich bin dumm? Was? Es sah leer aus. Es sah hier leer aus. Ich dachte, alles wäre in Ordnung. In Ordnung? Gehst du unterwegs in jede leere Stadt und nimmst an, dass alles in Ordnung ist? Erstaunlich, dass du so lange überlebt hast. Aber zum Glück hilft mir Reba hier, diese Dinger aufzubrechen. Reba? Stimmt's, Mädel? Woodward? Reba? Wer ist Reba? Redest du von deiner Waffe? Sie ist mehr als eine Waffe. Sie ist die absolut beste Waffe im Commonwealth. Ich habe sie selbst gebaut. Aber wo sind meine Manieren? Darf ich bekannt machen,
Barney Rook, Kommandant der Freiwilligen Miliz von Salem zu Diensten. Außerdem bin ich Quartiermeister, Sergeant und Gelehrter für offizielle Treffen. Doch und ja, das er ist einfach ist alles. Reba. Wahrscheinlich der Einzige. Aber ihr kennt euch ja schon. Sie hat dir das Leben gerettet. Nur ihr beide? Wie wär's mal mit einer Rekrutierungstour? Schau mal, Reba. Da will jemand lustig sein. Lach nur. Aber der Letzte, der die FMS verspottet hat, ist jetzt Krabbenkacke. Ich würde gern den ganzen Tag beim Kaffeekränzchen schnattern, aber wir haben zu tun. Und mit wir meine ich hauptsächlich dich. Bevor du kamst, waren die Meyerlurks ziemlich ruhig. Und wer Probleme gemacht hat, wurde im Nu von meinen Geschütztürmen erledigt. Da es in letzter Zeit ruhig war, habe ich die Geschütztürme abgeschaltet, um Munition zu sparen. Jetzt müssen sie wohl wieder aktiviert werden. Und das ist deine Mission, Soldat. Ich halte die Heimatfront, während du die Geschütztürme reaktivierst. Was hast du da für eine Belohnung für mich? Was ist für mich drin? Sag's nicht drüber. Aber ich habe in meiner Freizeit an einer Schwester für sie gearbeitet. Ich nenne sie Reba 2. Sie ist im Hinterzimmer. Sie ist nicht so hart wie ihre ältere Schwester, aber sie gehört dir, wenn du mir hilfst. Reba würde sowieso eifersüchtig werden. Die Türme dürften einfach zu finden sein. Sie stehen an erhöhten strategischen Positionen in der Stadt. Nur sei vorsichtig. Dein Lärm hat wahrscheinlich noch mehr Krabben und Meyerlocks aufgeweckt. Die dürften jetzt überall in der Stadt sein. Und was haben wir hier? Im Hinterzimmer sind dein Hintern, my friend. Das habe ich die ganze Zeit schon begutachtet. Bingo! Schusswaffen verursachen, dauert 15 Meter. Bingo! Einer den Schrott hier an. Was für Schrott? Das ist Bingo! Das ist ja fucking Bingo! Was hat er hier nicht? Irgend so eine Blechscheiße um? Okay, geh mal weg, Bingo. Kann ich hier direkt... Da brauche ich den Schlüssel. Ich schlafe mal eine Stunde. Dankeschön, gell, dass ich dein Bett abschlafen dürfe. Gib mir mal jetzt sofort die Reba, los was. Wie die Waffe zieht. Der hasst mich. I think he's hating me. He won't kill me right now. He won't kill me right now, eh? Am I right or am I right? So. Und jetzt machen wir die Geschütztürme kaputt. Aber brutalst. Meine Damen und Herren. Komm schon, schneller. Wie kann es so lange dauern? Also wirklich im Bereich, in dem ich ja eben war, liegt es nicht im Cache oder irgendwie im Hintergrund noch drin rum und dödelt vor sich hin. Also, wir haben jetzt einige Geschütztürme, die wahrscheinlich nicht angezeigt werden. Oder doch? Ha, doch, die werden angezeigt, sehr gut. Ich bleib einfach mal gechillt und hoffe, dass es nicht so viele neue Viecher... Ach. Das sind sie doch schon. Ich nehme jetzt mal die Schrotflinte zur Hand. Dieses Schrotflintengewehr. Ah, wisst ihr was? Mir fällt gerade ein. Gut. Das klingt ultra close. Wisst ihr was? Wir. Hinter mir auch. Hallo. Hi, mon frère. Hinter mir ist, glaube ich, auch einer. Stecken die fest, oder was? Kuckuck! Dann stecken sie ein wenig fest. Messerklaue. Nice. Sie backen hier. Oh, shit! Sie haben mal gebackt. Eine Todesklaue. Das ist eine Todeskralle halt, nur in Fischart. Wow! Vor den Pöter zerschossen. Den nehme ich auch mal mit. Ey, warum können wir überhaupt noch was tragen? Jetzt müssen wir nicht langsam kommen. Okay. Oh, hallo. Noch eine Todesklaue. Oh, die hat no damage. Fuck, like a leg. Au. Stopp. Also. Was für eine bravouröse Vorstellung. Naja, ganz schön bravourös, was ich hier mache, ne? Und er ist unten am Metzeln. Ah ja, der metzelt echt da unten rum. Oh, da ist eine Mine, da ist eine Kuckuckmine. So, Geschützturm aktivieren. Der hilft uns jetzt schon mal. Da unten steht was, seht ihr das? Schöner Abend für eine kleine Prügelei. Nice, Mann.
Komm her. Oh, das ist ein totes Klaue wieder gewesen hier, ne? Oh, da mache ich fast keinen Damage. Ich will, dass die in die Range kommen von dem Geschütz. Da drüben ist noch eins. 18 Meter, ist direkt neben uns, geil. Kann ich da vielleicht mich irgendwie hinbuggen? Oder komme ich von hier einfach ran? Haha, ist der direkt hinter uns. Ich dachte, es gibt vielleicht eine ganz kleine Schwierigkeit, um da hinzukommen, aber nein. So, 2 von 5. Solche Aufgaben habe ich extrem gerne. Weil man da auch, ne, den Fortschritt, man, oh, da ist das nächste. Man spürt den Fortschritt, weil man dann Hilfe bekommt von den Dingern. Das ist nice. Finde ich sehr nice. Ich gehe wieder darüber und lass mich dann irgendwie fallen. Oder gehe einfach hinten runter. Wahrscheinlich. Oh, Quatschwort ist aber hart am Fighten, kann ich sagen. Was war das? Die sind da gerade explodiert. Oh Gott, ich sag. Oh Gott, oh Gott. Was ist da eben kaputt gegangen? Ist das Geschütz kaputt gegangen? Platzen die, explodieren die oder was? Wenn die. Ich weiß auch nicht, weil wir zu viel geschossen haben. Das ist kaputt! Ich hoffe, das ist nicht schlimm für die Mission. Das hat doch gar nicht geschossen, oder? Das Ding. Naja. Jetzt direkt hier hoch. Hier, ihr Säcke. Bye, bye. Hoppala. Wow. Er hat scheinbar ein Geschütz mit Atombomben drin. Nice, bruh. Das hilft jetzt auch mit, oder? Nein, nicht wirklich. Oh, den können wir nicht mitnehmen. Shit. Den können wir fürs Erste nicht mitnehmen. Wir haben auch wieder ganz viel Nuka-Cola, das wir ablegen sollten. Hier über. Oh, jawohl. Scheiße, ja. Verdammt, ja. Ja, er sagt verdammt, ja, nicht scheiße, ja. Das ist ein Ultrameisterschloss. Da müssen wir schon ein echter Meister sein, um das aufzukriegen. Aber ich bin ja zum Glück ein Meister. Oder. Ah, ja. Diadam-pam. Diadam. Tsching! Geschafft! Nehmen wir alles mit. Jetzt sind wir aber bald voll. Oh, nice. Zum Glück habe ich nicht. Ein verbranntes. Ich hätte mehrfach gucken müssen. Ah ja, da war ein Auto gestanden, das ich gesprengt habe. Alles klar. Halt, wir essen ein paar Dinger. Eins reicht da schon. Das nächste steht direkt da, okay. Solche Missionen sind wirklich nice, ja. Das finde ich schön. Also irgendwie schade, dass das eine kaputt gegangen ist. Weil wir da weniger Unterstützungsfeuer haben. Aber naja, was soll's. Ich glaube eh, dass wir alle gepimmelt haben irgendwie. Das war jetzt nicht allzu schwer. Ist das über uns? Ja, ist über uns. Das war jetzt nicht allzu schwer. Da krabbelt wieder was. Zwei Stück. The Adam Bump. The Adams. Läuft immer noch die Mucke. Müssen wir ganz hoch. Okay. Wir waren jetzt ja schon einmal in so einer Kirche. Halt. Rattengift. Ach Gott, vielleicht gar nicht so übel. So ein bisschen Rattengift, oder? Ist vielleicht mal so für zwischendurch nicht schlecht. Das andere da unten habe ich noch nicht bekommen. Passwort eingeben und Dinge an. So, Barney. Ich freue mich schon auf die Wumme. Ach so, er gibt uns ja gleich diese Wumme. Nice. Boah, da sind direkt zwei Stück. Oh mein Gott, die fressen ist brutal. Oh, du schießt aufs Auto. Aufs Geschütz. Alles klar. Oh, das sind auch viele. Oh, das ist kaputt gegangen. Ja, es ist halt. Wow, es ist halt die Frage, wie ich das am besten angehe. Jawohl. Ob wir jetzt kurz nach Hause gehen und ablegen. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir erst ablegen würden. Weil wir einfach so voll sind, aber ich kann nicht nach Hause beamen, weil hier so viele Meierleute sind. Jawohl, alle schießen, sehr schön, sehr schön. Wir haben zwei Geschütze verloren, aber an die hier oben kommen sie nicht dran. Das Auto geht gleich in die Luft. Boah! Wir sind alle in der Church? Gut, da habe ich nämlich dann Granaten für euch. Aber die gehen hinter die Kirche, das zählt nicht. Da darf man nicht hin.
Das geht gar nicht. Hört auf, sofort. Naja, ich treffe mich jetzt mit denen einfach hier unten direkt vor der. Ja. Direkt hier. Sollen sie kommen? Ich erwarte sie. Salisbury Steak. Hier war ein kleiner Markt. Der eine ist gekrippelt, glaube ich. Beide krippeln sich da voll durch das Ding durch. Noch eins. An der Seite. Alles klar. Ja, moin. Gefällt euch nicht, wo ich hier stehe? Es wundert mich, dass die hier nicht rein können. Ist einfach eine Tür direkt vor mir. Nicht wegrennen. Wo ist Kotzi? Ist der in der Kirche? Kann ich ihn da vielleicht wieder resurrecten? Ich glaube, ich habe einen Roboter-Reparatur-Kit dabei. Nein, habe ich nicht. Man braucht für die Leute extra Reparatur-Kits. Also für die Roboter. Komm, jetzt im Geschütz. Er rennt weg, er flieht. Was geht hier ab, mein Lord Jäger? Zerstört die Geschütze. Und der andere kommt hinten. Okay. Das ist Zeit für Ding. Für Jet. Jetzt ist Zeit für Jet. Oh, Scheiße, ja! Andere Wumme. Oh, fuck! Boah, ist das Geschütz echt down? Nee. Ne, es ist noch alive. Okay. Da ist noch was Rotes. Get it on. Bring it on. Nicht ducken, das zählt. Ja, Kotzi ist wieder da. Ist er dir geliefert? Der Kotzi ist da. So viel Muni verbraucht. Shit. Okay, das ist ein bisschen krass. Dass die ganze Muni jetzt. Ah. Ja, stimmt. Wir essen noch ein paar. So, können wir wieder? Ja. Da ist noch eins, ich fass es nicht. Das gibt's doch gar nicht. Noch zwei! Hier. Boom. Jetzt ist aber Ruhe. Okay. Krass! Krass, wie viel das waren. Wir speichern mal und gehen kurz zurück. Achso, halt. Oh Gott, Leute, guck mal auf die Zeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.